Animal Crossing New Horizons ist vor einigen Tagen 3 Jahre alt geworden. Yay! Und wie zu erwarten war, gab es leider keine neuen Kuchen von Nintendo. Nichtsdestotrotz habe ich mir aufgrund der Tatsache, dass meine Insel nun schon ganze 3 Jahre alt ist, vorgenommen, euch diese nun ganz offiziell in einem Video das erste Mal so richtig zu zeigen. Denn tatsächlich habe ich das bisher noch nie, zumindest nicht auf YouTube. Hin und wieder gab es zwar mal die ein oder andere kleine Tour in meinen Streams, aber eine richtige Inseltour fehlte bisher auf meinem Channel, was unter anderem daran lag, dass für mich meine Insel nie so richtig fertig war. Aber mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sagen würde, dass ich erstmal so schnell nichts mehr verändern werde und daher denke ich, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, euch meine Insel vorzustellen. Also viel Spaß! Vorab möchte ich noch eben auf unseren Community-Discord-Server aufmerksam machen, auf welchem ihr zum einen euch über verschiedene Nintendo-Games austauschen könnt und zum anderen auf dem Laufenden bleibt, sollte ich was auf Social Media posten. Also falls ihr Bock auf den Community-Server habt, findet ihr den Link zum Server in der Videobeschreibung. Tatsächlich war mir bereits vor Release des Spiels klar, welchen Namen meine Insel bekommen sollte. Und dieser lautete Laputa. Die Ghibli-Fans unter euch werden jetzt wahrscheinlich schon wissen, warum ich den Namen gewählt habe, denn tatsächlich habe ich den Namen aus einem meiner Lieblingsfilme, welcher sich das Schloss im Himmel nennt und in welchem der Name Laputa für eine Stadt steht, welche sich auf einer schwebenden Insel befindet. Und da ich wie gesagt den Film sehr mag und die Stadt sich auf einer Insel befindet, fand ich den Namen eigentlich sehr passend. Zufälligerweise habe ich erst spät im Nachhinein herausgefunden, dass Laputa auch die Insel in dem Roman Gullivers Reisen hieß, was wirklich ein verrückter Zufall ist, da die Entwickler von Animal Crossing sich bei der Erstellung des Charakters Gulliver genau bei diesem Roman inspiriert lassen haben. Also wirklich ein crazy Zufall, welcher im Nachhinein meine Namenswahl für die Insel eigentlich nur noch passender macht. Was meine Karte und ja den Grundriss meiner Insel angeht, so habe ich mir auch hier recht früh Gedanken gemacht. Genauer gesagt habe ich mir, bevor ich mit dem Terraform begonnen hatte, bereits mit Hilfe eines Inselplaners eine, ja, Vorlage erstellt, an welche ich mich dann im Anschluss auch mehr oder weniger orientiert habe. Zwar habe ich nicht alles 1:1 übernommen, aber was von Anfang an eigentlich feststand, war, dass ich meine Insel in 3 Ebenen unterteilen wollte. Einmal die unterste Ebene, auf welcher sich das Service Center befand, einmal die mittlere Ebene, auf welcher das Highlight das Museum war und einmal die obere Ebene, auf welcher sich die Bewohnerhäuser befanden sollten. Und apropos Bewohner, aktuell wohnen auf der Insel Morpheus, Katharina, Garrett, Weber, Sascha, Siegmund, Vega, Yoshino, Kiki und Coco. Kommen wir aber nun mal zum Inseldesign. Ich muss direkt vorweg sagen, dass ich zu keinem Zeitpunkt meine Insel zu irgendeinem speziellen Thema gestaltet habe. Ich habe von Anfang an die Insel so gestaltet, wie ich sie für schön finde und ja, mir quasi vorgestellt, wie es wäre, wenn ich selbst wirklich auf dieser Insel wäre. Wenn ich die Insel jedoch einem Thema zuordnen müsste, würde ich sie als sehr natürliche Insel beschreiben. Starten wir jetzt aber mal mit dem Flughafen, von welchem ein Weg direkt zum Service Center Platz führt. Hier war leider von Beginn an das Problem, dass ich keinen geraden Weg vom Flughafen bis zum Service Center setzen konnte, da dieses ja etwas versetzt gebaut wurde. Aber ich denke, ich habe das mit dem Weg ganz gut gelöst bekommen. Das Service Center sollte auf der unteren Ebene quasi der zentrale Spot werden, daher führen insgesamt auch 3 Wege zu diesem. Ich würde sagen, ich zeige euch zuerst die linke Seite der unteren Insel. Der Weg führt uns hier zunächst durch ein wenig Natur und anschließend zu einem kleinen See, an welchem ich in den letzten 3 Jahren eine ganze Menge Fische geangelt habe. Weiter runter geht's dann auch schon zu meinem kleinen Strandangelspot, an welchem ich im Laufe der Zeit immer mal wieder neue Angel-Items und Trophäen aufgestellt habe. Generell fiel es mir tatsächlich recht schwer, meinen Strand zu dekorieren, weshalb der Strand auf der rechten Seite der Insel auch, ja, sagen wir, etwas natürlicher ausschaut. Wenn wir den Weg nun weiter nach links gehen, kommen wir auch schon zu einem meiner absoluten Favorite-Fotospots, bei welchem es sich um die Hängebrücke handelt. Ich persönlich finde, dass hier gerade die verschiedenen Ebenen und die Windräder im Hintergrund echt gut aussehen. Und ja, aus dem Grund habe ich hier auch schon das ein oder andere Video gestartet. Weiter links befindet sich dann noch eine kleine Strandbar, welche ich tatsächlich in einem meiner Streams mit euch zusammengebaut habe. Generell sind viele Spots hier auf der Insel in diversen Twitch-Streams entstanden. Am linken oberen Teil der untersten Ebene der Insel ist dann nicht mehr ganz so viel. Hier und da sind zwar noch ein paar Sitzgelegenheiten, aber ja, im oberen Ende sind dann lediglich nur noch 3 Statuen. Auf der rechten Seite des Service Centers haben wir dann zunächst wie auch auf der linken Seite einen Weg, der auf die mittlere Ebene der Insel führt und einen Weg, der nach unten verläuft.
Auf diesem laufen wir auch wieder an einer Menge Natur vorbei. Auf dieser Seite der Insel ist tatsächlich auch nichts wirklich Spektakuläres. Ich habe zwar im Laufe der Zeit viele kleine Items platziert, welche, wie ich finde, alle zusammen wirklich schön aussehen und zudem durch den ein oder anderen Geroid noch ergänzt werden, aber ein wirkliches, in Anführungszeichen, Highlight gibt es auf der Seite eigentlich nicht. Und wie auch schon vorhin angesprochen, ist mein Strand hier sehr natürlich gehalten, was bedeutet, dass wir zwar ein paar Liegen auf der Seite und auch das ein oder andere Costume Design haben, aber ansonsten wirklich nichts Großes. Als kleinen Design-Tipp kann ich euch, was den Strand angeht, noch mit auf den Weg geben, ja, Algen zu platzieren, da ich finde, dass diese eigentlich ziemlich cool am Strand aussehen. Und ja, so viel zur untersten Ebene. Dann würde ich sagen, zeige ich euch nun die mittlere Ebene, welche ich persönlich auch mit am schönsten finde. Wie vorhin schon angesprochen, kann man auf beiden Seiten der Insel auf die mittlere Ebene gelangen und ich finde auch beide Wege sind ziemlich cool geworden. Auf der mittleren Ebene befindet sich dann, wie man unschwer erkennen kann, ziemlich zentral das Museum und ja, ich hätte mir eigentlich keinen besseren Spot für dieses vorstellen können. Wie man eventuell erkennen kann, habe ich auch versucht, den Museumsplatz ein wenig symmetrisch zu gestalten. Um den Platz herum wurden dann überall Bäume, Büsche und diverse Blumen platziert, was, wie ich finde, den Museumsplatz wirklich idyllisch aussehen lässt. Auf der rechten Seite des Museums befindet sich dann ein, ja, kleines, selbstgebautes Café, welches auf der Insel so ziemlich das aufwendigste Bauprojekt war und welches ich ebenfalls mit vielen von euch zusammen in einem Twitch-Stream gebaut habe. Tatsächlich war auch zu dem Zeitpunkt, als ich das Café gebaut habe, noch nicht zu 100% sicher, dass wir ein richtiges Café in die Horizons bekommen werden. Witzigerweise wurde das Café dann knapp 2 Wochen, nachdem ich mein Café gebaut habe, für New Horizons angekündigt. Ja, weiter links kommen wir dann auf einen etwas engeren Pfad, welcher über 2 Brücken hin zum Campingplatz der Insel führt. Auch hier habe ich viele kleine Items und Costume Designs platziert und ich finde auch der Campingplatz kann sich wirklich sehen lassen. Vor allem dann, wenn wirklich ein Camper auf der Insel ist und ja, das Zelt steht. Es gibt dann noch einen Pfad, der auf die obere Ebene der Insel führt. Was sich dort befindet, zeige ich allerdings erst später. Auf der linken Seite des Museums ist tatsächlich nicht allzu viel, also dort gibt es keinen weiteren Weg, allerdings noch einen kleinen Bereich, in welchem ich nach und nach ein paar Fossilien und ja, weitere Items platziert habe. Und ja, nun kommen wir auch schon zur oberen Ebene, auf welcher sich neben dem zentrierten Nux-Laden, wie vorhin schon erwähnt, die Bewohnerhäuser befinden. Die freie Fläche hier um den Baum herum ist extra für saisonale Events gedacht, daher steht da aktuell auch nichts, aber in der Weihnachtszeit zum Beispiel platziere ich dort immer die passenden Items. Ja, auf der linken Seite der oberen Ebene befinden sich dann die ersten 2 Bewohnerhäuser, welche, wie ich finde, trotz der Tatsache, dass sie quasi nebeneinander stehen, doch recht gut voneinander getrennt sind. Weiter links ist dann auch schon die Schneiderei anzutreffen, neben welcher sich 2 Gräber befinden, welche den Eltern von Sina und Tina gewidmet sind, da diese ja leider recht früh verstorben sind. Falls ihr da mehr Infos zur Geschichte der Igelschwestern haben wollt, schaut gerne an der Stelle in die Infocard, dort habe ich euch mein passendes Video dazu verlinkt. Wenn wir nun dem Pfad dann weiter nach unten folgen, kommen wir zum einen an einer kleinen Farm vorbei, welche ich nach dem 2.0 Update gebaut habe, und zum anderen an weiteren Bewohnerhäusern. Generell kann man, glaube ich, sagen, dass der obere Teil der Insel wirklich eine reine Bewohnersiedlung ist, mit Einkaufsmöglichkeiten, einem kleinen Sportplatz sowie diversen Sitzmöglichkeiten. Und auf der rechten Seite der oberen Ebene sind weitere Bewohnerhäuser zu sehen. Hier gibt es am Ende des Weges auch nichts mehr Besonderes, bis auf einen kleinen Spot zum Fischen. Allerdings gibt es auf der rechten Seite ebenfalls noch einen kleinen Weg nach unten, welcher über 2 kleine Brücken hin zu meinem Haus führt. Diesem habe ich natürlich etwas mehr Platz gewidmet, so gibt es hier neben einem kleinen Kochbereich auch erneut mehrere Sitzgelegenheiten. Grundsätzlich habe ich auch hier darauf geachtet, dass sich mein Haus so ein wenig in die Natur der Insel integriert. Zusätzlich gelangt man von meinem Grundstück aus über 2 kleine Sprünge auch wieder zum Campingplatz. Und ja, das war's auch schon im Großen und Ganzen. Es gibt hier und da noch ein paar Extras, wie zum Beispiel meine 2 Röhren, von welcher sich eine direkt hinter meinem Haus befindet und die andere am Flughafen. Da die Röhren sich vom Design her nicht so gut in meinen, ja, Inseldesign integrieren können, habe ich versucht, sie ein wenig zu verstecken. Zusätzlich haben wir auch noch Rainers Anlegeplatz, zu welchem man auch nur über einen, ja, in Anführungszeichen, versteckten Pfad gelangt. Aber ja, so viel zu meiner Insel in Animal Crossing New Horizons. Wie gesagt, habe ich in den letzten 3 Jahren immer mal wieder etwas hinzugefügt oder auch mal geändert, aber mittlerweile bin ich an dem Punkt, an dem ich sagen würde, dass die Insel weitestgehend fertig ist. Ich hoffe, die kleine Inseltour hat euch ein wenig gefallen. Gebt mir in den Comments gerne Feedback zur Insel und falls ihr selbst gerne mal auf der Insel schlummern würdet, findet ihr den Schlummercode in der Videobeschreibung. Kleiner Kanaleffekt noch am Rande, aktuell haben 73,5% aller Leute, die meine Videos regelmäßig schauen, den Kanal noch nicht abonniert. Daher würde ich mich gerade bei den Leuten über ein Abo umso mehr freuen. Und falls ihr bereits den Kanal abonniert habt und keine neuen Videos mehr verpassen möchtet, aktiviert gerne die Glocke, somit bekommt ihr immer direkt eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video online ist. Dann würde ich sagen, sehen wir uns eventuell im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann und ciao.